Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Doom Classic. Autsch. Wo wir die Deimos-Labore erforschen. Ich gerade so ein bisschen gucke, wo man hier überhaupt so lang kann. Ich sehe auf der Karte zum Beispiel, dass sich das beides hier anheben lässt. Renn ich diesem blöden Vieh auch noch genau in den Feuerball, ich Idiot. Ja, da kommt man nicht lang. Hat sich ja voll gelohnt hier. Also, gucken wir mal hier. So, ist das der eine da? Die Mitte senkt sich runter zum Zerquetschen. Okay, kommt die immer wieder? Die kommt immer wieder runter. Das ist ein ganz fiesen Fallen. Wenn ich darauf achte zumindest, dafür ist es ja gedacht. Aber guck mal, hier ist auch noch was. Da ist schon wieder die Frage, wie kriegt man das auf? Gegenschießen. Nett. Ja, okay. Sehr interessant. Und das ist nicht gerade sehr einladend da. Tatsächlich macht mich das eher nervös. Und da ist die blaue Tür. Es ist einfach erstaunlich, wie effektiv die Schrotflinte in diesem Spiel ist. Im Vergleich zu Doom 3 zum Beispiel. Ich meine, ich benutze ja wirklich fast nichts anderes hier. Und das Geile ist halt, es funktioniert. Das aufmachen, ja. Theoretisch kann man das aufmachen. Ja. Auf sowas habe ich gewartet hier. Tatsächlich schon länger. Das sind die mit Abstand mächtigsten Feinde im ganzen Spiel. Abgesehen von den beiden Bossen. Aber die zähle ich an dieser Stelle nur bedingt. Weil es sind halt Bosse, ne? Ich wollte gerade sagen, ich höre sich hier irgendwas bewegen.
Wer baut sowas? Warum baut man sowas? Was soll der Quatsch? Okay, ich weiß auch, wo wir hier gerade sind. Da unten waren wir schon und zu dem Ergebnis gekommen, hier geht's nicht weiter. Ist die Frage, ob es nicht einfacher wäre, einfach unten lang zu gehen, ne? Wir sind ja gerade so schön immun gegen das grüne Zeug. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auch nochmal angucken. Hier ist noch was, guck mal. So, aber so prinzipiell geht es natürlich hier drüben direkt weiter. Und wir nur daran erinnern, wo wir den blauen Schlüssel gebraucht haben. Das war nämlich hier oben. Das sieht heiß aus. Und zwar sowohl im tatsächlichen Sinne von wegen, oh Gott, ich glaube, die Wände sind heiß. Als auch im Sinne von, sieht richtig cool aus. Da geht's rein und da geht's auch lang. Und da ist auch noch eine Grube. Okay, sollen wir in die zentrale Kammer rein hier. Da lang, gucken, was uns erwartet. Stunlock. Okay, das hat schon was. So, auf der anderen Seite ist ja das gleiche, ne? So, was hat das jetzt geöffnet? Das fährt den wieder runter da. Okay. Dann fahren wir hier mal die Treppe aus. Und hier natürlich auch. Haben wir Zeit! Wir mischen uns da nicht Hetze hier, ne? Ich finde das echt interessant designt, dass wir hier echt so einen kleinen Anstieg haben. Immer ein Stück weiter und dann. Kriegen wir einen Plasmaball mitten in die Fresse. Und der Pinky ist wieder völlig überfordert mit seinen Wegfindungsroutinen. Das finde ich auch gut. So, letztendlich ist aber die Frage. Wofür das alles? Ich bin da oben auf irgendeinen Schalter getreten. Ach, guckt mal. Das sieht doch wohl auch richtig geil aus. Wieder die verzerrten Fratzen der Verdammnis an dem Gitter vorbeiziehen. Da ist der Ausgang. Und da ist noch ein Telsupporter, der uns jetzt hierher zurückbringt. Oh, verdammt. Den da wollte ich laden. Das ist nämlich die Frage. Da ist nämlich auch noch was. Guck mal.
versteckt sich ein zweiter Tele. Ja. Na gut, ich würde sagen. Wir suchen erstmal weiter. Wir haben ja hier oben auch noch Gebiete, wo wir lang können, ne? Ne, andere Richtung. Wir können ja hier noch runter. Wir sind nochmal Marines gestorben. Immer ein gutes Zeichen. Die Tür will nicht, die Tür will nicht. Die hier geht auf. Oh oh. Na? Das klingt so, als würde der Pinky irgendjemanden angreifen. Kämpfen die Dämonen gerade etwa wieder unter sich? Das wäre nämlich total cool. Ich bleib hier einfach mal. Scheiße. Ich wollte gerade sagen. Ich bleib hier im Moment stehen. Und gucke, was passiert. Und trinke mal einen Schluck, aber in dem Moment kamen die schon um die Ecke. Da mussten wir wieder reagieren. Ach ja, wir haben auch noch das Plasmagewehr. Und die Kettensäge. Ja, okay, jetzt sind die beiden äußeren Dinger hier offen. Was tut uns das bringen? Das hier... sich das Ganze öffnen lässt. Aha. Okay, das ist gemein. Was tut man nicht alles für eine gute Rüstung? Und jetzt ist das letzte Ding offen. Na, wunderbar. Ja, es funktioniert doch. Ich habe keine Ahnung, ob es das irgendwas bringt, aber es funktioniert. Ach, scheiße was, ey. Das war arschig. Ja, das ist Oldschool Gaming, Leute. Wenn man verkackt, verkackt man teilweise so richtig. So, hier kann man runter. Oh, guckt mal. Ganz toll. Ja, hurra. So, haben wir das erledigt. Können wir das aufmachen. Schießen wir da einmal rein und holen uns wieder die Rüstung. Jetzt ist hier hinten die Tür offen und wir speichern wieder ab, damit wir es nicht alles nochmal machen müssen. War das jetzt nur die Decke da hinten drin oder im ganzen Areal hier? Geht auch nicht wieder auf, ne? Ich gucke jetzt mal, ob das allgemein als Falle konzipiert war oder ob ich einfach nur in der Tür stand. Ich stand einfach in der Tür. Ah, das ist bitter.
Das ist jetzt schon ein bisschen bitter. So, und schon sind wir wieder hier. Wunderbar, bringt uns nur nichts mit unserem ursprünglichen Problem. Dass wir nicht wissen, wie wir das Exit erreichen. Na kurz, ich dachte mal, man könnte die Karte noch irgendwie verschieben, um zu gucken, was in anderen Bereichen der Karte so los ist, aber das geht anscheinend nicht. Oder ich bin einfach zu doof dazu. Speichern mal ab. Dann sehen wir uns hier mal in aller Ruhe und guck mal, hier ist ein Hebel. Und der fährt den Weg zum Ausgang hoch. Noch gar nicht so schwer jetzt, oder? Sich einen Moment Zeit nimmt, sich noch mal umzusehen. Gut, dass ich das noch gehört habe, dass hinter uns noch was hochgefahren ist. Jetzt gehen wir mit fast maximaler Energie ins nächste Level. Ich wollte gerade sagen, ich habe aber einiges an Secrets gefunden. Und ich liebe diesen Soundtrack. Der ist so ikonisch einfach. So, tut mir leid, das muss immer kurz sein. So, jetzt das Command Center, Level 5. Kommen auch durch Episode 2 eigentlich hier schon wieder relativ zügig durch insgesamt. Und haben ja dann offiziell Halbzeit. Es sind ja 4 Episoden. Die vierte ja später hinzugefügt. Heutzutage würde man sowas DLC nennen. Und wenn sie Pinkies erstmal ausschalten, die stören nämlich mehr als dass sie irgendjemandem was nützen. Wow. Kommt denn der her? Da dürfen die doch nicht einfach so von der Seite kommen und sowas. Das hat denen keiner erlaubt. Wir haben jetzt auf 2 Seiten hier Wege, die weiterführen. Guck mir den anderen nochmal an. Ja, sind identisch, führen wahrscheinlich aber beide einfach an den gleichen Ort hier. Ein Hebel an der Wand. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, irgendwie gibt es hier weniger Shotgunner als vorher? Ja, ich nehme es zurück. Ja, wo ist er? Habe ich noch zwischen gehört, den alten Keiko. Da kommt er. Hui! Das war knapp.
Da wäre ich fast ins Chaos gestürzt. Gut, ich würde sagen, da das hier gerade alles sehr ominös aussieht, beschäftigen wir uns mit diesem Teil dann in der nächsten Folge von Doom. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.